Willkommen aus München, wo wir hier von Aulux einen Bluetooth-Speaker bekommen haben, und zwar den X1, der auch gerne 6 genannt wird, der mit Bluetooth natürlich verbunden entsprechend Musik wiedergeben kann, oder ihr nehmt einfach ein Kabel 300 mm und schließt dann direkt eure Quelle an. Für 150 Euro kriegt ihr hier ein paar schöne Sachen wie NFC, noch APTX als Standard, den ihr wahrscheinlich kennt für noch besseren Sound, und auch vor allem Full Range 10 Watt Lautsprecher, Treiber, die ihr hier nochmal ablesen könnt, die technischen Daten, und das Ganze in einem schönen Schwarz-Silber als Farbe gehalten und 2000 mAh Akku hier drin, soll bis zu 10 Stunden lang halten können. Auf beiden Seiten das gleiche Bild, oben auch nichts Spannendes drauf. Online im Onlineshop von Aulux könnt ihr den bestellen, und den Link dazu findet ihr entsprechend unten in der Beschreibung. Jetzt schauen wir uns das mal einfach an, wie ihr das Ganze hier aus der Box rausholt. Wie ihr sehen könnt, nach oben eher nicht. Einfach hier seitlich das Ganze festhalten und rausziehen. Sollten wir hinkriegen. Wobei ich es gerade genau falsch mache, aber den Anfang darf man ja so machen. Also seitlich einmal rausziehen. Und drin haben wir da nur noch ein kleines Heftchen. Das lese ich jetzt nicht. Das sollte, glaube ich, eine Bedienungsanleitung sein. Hier von dem AW6310 Bluetooth Speaker. Wir haben einmal ein Kabel. Mal schauen, wofür wir das gleich brauchen. Eine weiße Box und den Lautsprecher. Legen wir mal hier dieses schöne Öko-Papier auf die Seite. Hier kommt gerade ein Eichhörnchen runter, deswegen schaue ich die ganze Zeit nach links. So, hier ist der Lautsprecher selber. Der hat so einen Griff, ist übrigens gar nicht allzu schwer. Macht eigentlich Spaß hier zum Festhalten einfach. Nicht so wie die Biene hier, die hier rumfliegt. Aber den legen wir jetzt mal kurz auf die Seite und schauen uns erstmal an, was wir noch in der Verpackung finden. Bevor wir gleich den Soundcheck machen und auch einen Vergleich mit dem gleich teuren Ultimates Boom, der die Größe hier hat. Ein paar weniger Funktionen, wie zum Beispiel keine Play- und Pause-Taste. Ein Netzteil haben wir hier noch drin und einmal 300 mm Stecker. Damit können wir, wie gesagt, direkt unser Handy, Tablet oder Notebook anschließen an das Gerät. Das fehlt bei vielen Geräten. Das Kabel einfach generell, der Stecker ist meistens da, aber an dem Kabel wird dann noch gespart, wie auch hier bei Ultimate Ears. Finde ich immer wieder ein bisschen schade. Hier ist das Netzteil, so ein 19 Volt Notebook Netzteil. Nehme ich an, nee, 15 Volt sogar mit 4 Ampere. Heißt, ihr habt in einer Stunde easy den Lautsprecher geladen. Dazu dann entsprechend noch das Kabel am anderen Ende, damit ihr das wieder im Notebook entsprechend dann anstecken könnt. Über USB kann es nicht geladen werden, wenn wir uns hier die Anschlüsse anschauen. Das sind nämlich nur zwei. Einmal hier der Audioanschluss, den ich gerade erwähnt habe. An- und Ausschalter und Strom. Ansonsten hier dieser Griff. Das ist kein Metall übrigens, das ist Plastik einmal außenrum, nur so schön metallisch angemalt. Oben Klavierlack-Optik mit der Bluetooth-Touch-Taste, beziehungsweise Touch-Taste, man kann sie richtig reindrücken. Play- und Pause-Taste auch. NFC ist entsprechend nur NFC, das ist nicht zum Drücken. Und hier schön stufenlos drehbar, also man kann das so weit herumdrehen, wie man will. Aber hier immer mit so einem kleinen Bereich, wo es dann immer so Klick macht, wie man es auch bei dem Mausrad kennt, finde ich sehr angenehm. Unten so eine kleine Oberfläche, damit das Ganze nicht rutscht. Und hier nochmal ein paar technische Daten, aber hier alles auf Chinesisch, denn das Ganze ist von einer taiwanesischen Firma, die natürlich entsprechend Chinesisch sprechen, mit 2014 noch aufgedruckt drauf. Und ja, fangen wir mal an mit, machen wir das Gerät an, indem wir hinten einfach den Knopf reindrücken. Dann leuchtet es hier oben auch schon blau, sieht man hier ganz leicht. Und ich halte einfach mal mein Handy dran an die NFC-Stelle und dann sollten wir verbunden sein. Perry Mode. Habt's gehört? Er ist in Perry Mode gegangen, es blinkt hier oben. Ich habe hier jetzt auf dem Handy gleich OK gedrückt zum Paaren und es sollte dann gleich soweit sein, dass wir hier zum X1 connected verbunden sein sollten. Ihr habt es gehört, er hat gesagt connected, dieser leicht asiatischen englischen Stimme. Ich kann es hier wunderbar einfach festhalten hinten und ihr seht den einen Lautsprecher sogar jetzt hier durch den Grill durch, der entsprechend hier schöne Leistung hoffentlich liefert, und hinten das kleine Loch, da sollte der Bass rauskommen. So. Mal schauen, welches Song wir für euch abspielen. Nehmen wir mal SAX von Funky Beats, den kennt ihr schon. Ich habe jetzt hier die Hälfte der Lautstärke laufen. Hier anscheinend schon das Maximum, weil ich kann es hier jetzt nicht lauter machen. Machen wir es mal lauter. Musik.
Song ist nicht allzu spannend. Wir machen mal einen anderen. You can say that you love me, say that you need me, say that you hate me, and I'm living right now. You told me you want me, you told me you need me. Klingt gar nicht so schlecht. Probieren wir wieder was anderes. Bisschen bassiger. Klingt bisher gar nicht so schlecht in jeder Hinsicht. 150 Euro hätte ich ein bisschen weniger jetzt erwartet. Wir nehmen jetzt nochmal eine Remix von der Taylor, und zwar Blank Space von Girls Only. Jetzt mal die Lautstärke ist runtergedreht, weil maximal Lautstärke über stimmt ja nicht. Also ich finde schon mal, der klingt super. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich jetzt hier die Critical Battery, please charge. Ui Boom anmache, der mir gerade übrigens sagt, Critical Battery, ich kann den gar nicht benutzen, weil der leer ist. Im Vergleich probieren wir es gleich nochmal, wie das ungefähr klingt. Aber bisher der eigentlich ziemlich überzeugend. Ich nehme jetzt dann nochmal noch einen Song und dann sind wir hier auch schon durch. Also die Lautstärke passt, das Design passt, macht ein bisschen Spaß zum Mitnehmen oder zum Zuhause einfach aufstellen. Kann man den auch. Ich finde es noch cooler, wenn man davon mehrere miteinander paaren kann. Die schauen eigentlich ganz gut auch als Computer-Lautsprecher aus, würde ich jetzt mal sagen. Wobei man das auch per AUX-Kabel dann, denke ich mal, einfach lösen kann. Genau, das war es hier entsprechend auch schon mit dem AUX-Lautsprecher im Test. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Mein Name ist Balazs Gál und vergesst dich, unseren Channel zu abonnieren.